Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Teil 2 von meinem E36 Kaufberatungsvideo-Gedöns. Das erste Mal habe ich ja die Matten vom E36 aufgezählt und das war ja ein bisschen längeres Video. Heute machen wir mal die Auswahl der Motoren. Ich glaube, das wird generell ein kürzeres Video, da kann ich nämlich schon gleich sagen, die 14er M40 Motoren können wir, wie gesagt, auch im ersten Video komplett vergessen, die sind einfach zu wartungsintensiv mit dem Zahnriemen. Also kann man schon mal komplett vergessen, ist kacke, braucht man nicht. Dann M42, M43, M44 kann man ganz einfach nehmen, wobei der M42, ich weiß gar nicht, ob der auch einen Zahnriemen drin hat, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten weiß ich, die M43 und die M44, die haben auf jeden Fall eine Kette, das ist ein Problem, frei und von den 6 Zylindern sind die eigentlich auch alle problemfrei. Hydrostöße bei schlechten Ölwechsel haben sie ja gesagt. Ach, schaut euch das erste Video an, Teil 1 mit den Mängeln, die die E36 haben kann. Was mich jetzt interessiert, welches Käuferprofil passt zu welchem Motor? Und wenn man, ich bin ja dann mehr so der, ich finde E36 ist für mich ein klassisches Auto, ich möchte jetzt halt nicht damit groß dick auf dicke Hose machen, ich, schon, soll geil ausschauen, aber eher klassisch. Deswegen fange ich mal mit den Vierzylindern an, M43, M44. Das ist für die Leute, die an sich eher ein E36 haben wollen, weil es einfach ein schönes Auto ist. Man fällt auf, die Leute finden das Auto generell cool, wenn man auch nochmal einen Heckspoiler dran klatscht, einen Class 2 oder einen GT-Spoiler. Und dann noch BBS-Felgen, ne, und tiefer. Und da fängt schon wieder ein anderes Thema an, aber man fällt halt auf, man ist halt einfach geil, so ein E36 zu haben. Da reicht ein Vierzylinder aus, weil vom Verbrauch her, ich rede jetzt generell nur von den Benzinern, weil die Diesel sind ein bisschen altbacken und schlecht, weil zum Beispiel der 325 TDS, der Diesel, der 2,5 Liter 6-Zylinder Turbo-Diesel, hat weniger Leistung und weniger Newtonmeter als der 328i. Ja, schon mal scheiße. Und so viel weniger Sprit verbraucht der an sich auch nicht, obwohl Diesel ist günstiger, aber naja. Ich rede von den Benzinen, deswegen die Vierzylinder, wie gesagt, für die, die einfach einen günstigen E36 haben wollen, weil die einfach im Kaufpreis günstiger sind. Sprittechnisch zum Beispiel, der Unterschied zwischen Vierzylinder und Sechszylinder ist gar nicht so groß, denn die Sechszylinder sind schon recht moderne Motoren und haben dementsprechend auch einen relativ geringen Verbrauch. Ich mit meinem 320i komme ich, gehen wir auch mal davon aus, dass alle Motoren komplett gewartet sind, alle Filter sind neu und top gepflegt, dann verbrauchen die auch wenig, weil wenn schlecht gepflegt sind, dann ist der Verbrauch höher, wenn der Kraftstofffilter zu ist, wenn das Öl schon schmutzig ist und der Motor an sich schon verschlissen ist, dann verbraucht er auch mehr. Gerade bei den Warnos, wenn die nicht mehr arbeiten, dann verbraucht er in den unteren Drehzahlen extrem viel. Deswegen gehen wir von gewarteten Motoren aus. Wenn man jetzt in meinem Fall den 320i, ich fahre 120, 130 Kilometer den kompletten, mit 120, 130 Kilometer pro Stunde fahre ich den kompletten Tank leer, dann kann ich 750 Kilometer locker, komme ich damit. 750 Kilometer komme ich damit eigentlich locker. Bei den Vierzylindern, mit meinem 316i Kompakt mit dem M43B19TU, schaffe ich auch meine 750 bis 800 Kilometer. Maximal wirklich 800 Kilometer. Und ich denke mal, mit einem 328i wirst du deine 700 Kilometer kommen. Also die Differenz von dem kleinsten bis zum größten Motor, also außer M, ist wirklich minimal 100 Kilometer. Wenn man wirklich sportlich fährt, dann hält es sich auch so in den 100 Kilometer Differenzbereich vom kleinsten bis größten Motor. Ich denke mal,
Wenn du einen 328i hast, dann fährst du mit einem Tank, wenn du ganz Zeit Vollgas fährst, 400, 450 Kilometer. Mit dem fahre ich jetzt mit dem 320i 500 Kilometer dann. Mit dem 316i 550 Kilometer. Ja, verbrauchstechnisch sind sie extrem nah beieinander. Wenn man sich einen E36 kaufen will, dann muss man wirklich wissen, was man im Geldbeutel hat, was man ausgeben will. Wartungstechnisch tun sie sich alle nicht viel. Vom Verbrauch her sind sie auch relativ nah beieinander. Ich würde generell, wenn man wirklich auf einen klassischen E36 BMW Wert legt, würde ich zum 320i empfehlen, weil die sind am günstigsten beim Kauf, weil die an sich nicht wirklich viele haben wollen, weil die nicht wirklich spritzig sind. Und im Vergleich zum 328i und im Vergleich sind die halt zum 328i nicht so spritzig, verbrauchen nicht so viel weniger als ein 328i. Deswegen sind die Gebrauchtpreise von den Dingern relativ gering, sind schon fast auf Vierzylinderniveau. Aber man hat mit dem 320i den kernigsten Klang und sind extreme Langläufer. Weil die Motoren, man darf nicht vergessen, der Block ist ähnlich wie vom, der Block ist wie von einem 328i, bloß ist der 328i ein Tickchen aufgebaut, hat überhaupt keine Probleme mit Hitze und läuft. Der Martin sagt's, der läuft. Probleme machen überhaupt nicht. Wenn man wirklich einen Klassiker haben will und einfach den Klang genießen will, 320i, der fährt und wie gesagt, Literleistung ist halt bei dem nicht so der Fall. Der Motor ist auch nicht so beansprucht. Klar, wenn du einen Hochleistungsmotor hast, das Material muss dann halt die Mehrleistung auch verarbeiten können. Und was will der Motor schon, wenn der schon... Wenn der Motorblock und so weiter alles für 240, 250 PS ausgelegt ist, weil man kann daraus einen 3 Liter Sechszylinder bauen, wenn er die Leistung aushalten kann ohne Probleme, dann würde er mit den 150 PS extrem, also der wird nicht mal, der Motor checkt nicht einmal, dass er überhaupt läuft. Man sieht deswegen auch viele mit 400.000 Kilometer, 500.000 Kilometer mit dem ersten Motor. Kette macht eigentlich auch keine Probleme bei den Sechszylindern. Kann man getrost da zugreifen. Preise sage ich jetzt mal nichts, weil die schwanken teilweise stark und manchmal steigen sie extrem an und dann gibt es mal wieder eine Phase, gerade im Winter, dann wird es günstiger. Dann, wenn man dann doch lieber sportlicher unterwegs sein will und man sich am Überlegen ist, kaufe ich mir lieber ein altes Auto oder ein neues Auto, einen günstigen Kleinwagen oder sowas. Und sich dann doch für ein altes Auto entscheidet und vielleicht 10.000 Euro in die Hand nimmt, dann kriegt man sehr gute bei 23, 325, 328 her und dann kann man richtig sportlich unterwegs sein. Die kann man auch relativ leicht ein bisschen aufmachen, dass man 220 PS rausholen kann. Das ist bei den Motoren überhaupt kein Problem. Für einen Sauger richtig cool. Zu den Motoren braucht man eigentlich nichts sagen. Das sind halt ein bisschen empfindlicher, würde ich jetzt nicht sagen, aber bei denen ist die Pflege extrem wichtig, dass man wirklich immer seinen Ölwechsel macht, gescheites Öl verwendet. Dann hast du eigentlich bei den Motoren eigentlich auch überhaupt keine Probleme. Und wenn man richtig Kohle hat, kann man dann in die M3-Liga gehen, weil die Motoren von 286 PS bis 321 PS, das heißt, man hat wirklich Geld und findet einen AC-Schnitzer, ACS3, dann hat er 350 PS, eine Carbon-Karosse und mit Domstreben, Carbon-Domstreben, Carbon-Tür, Tafeln, ein Renntacho, digitales. Wurden nur 13 Stück damals gebaut, 13 Stück. Wenn man da einen findet, dann und eine halbe Million Euro auf dem Konto hat, dann kann man sich sowas kaufen.
von den M3 würde ich die 3-Liter-Motoren eigentlich empfehlen, weil das die standfesteren Motoren sind. Haben auch nicht über das Alter so eine hohe Streuung nach unten, PS-Streuung. Denn es passiert schon öfters, man kauft sich einen 3,2 Liter M3 mit angeblichen 321 PS und dann haben sie nur 260, 280 und dann ist der gepflegte 3 Liter M3 schneller auf der Geraden, ist dann halt schon ein bisschen peinlich. 3 Liter M3 sind nicht so man muss halt auch wieder darauf achten, dass die Lagerschalen gewechselt worden sind, weil die S-Motoren haben generell Lagerschalenprobleme, haben zwar ein Intervall von 200.000 Kilometer, wenn man die schon bei 150.000 Kilometer macht, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Warnhaus muss natürlich auch gemacht werden und. Der 3-Liter-Motor ist an sich ja auch ein bisschen standfester als der 3,2 Liter mit den 321 PS. Dann gibt es noch für die E36-Sammler, die wirklich Geld haben, die können sich auch einen E36 M3 GT kaufen. Die haben den 3-Liter-Motor mit 295 PS. Das sind 9 PS mehr und ich glaube 7 Newtonmeter mehr hat der. Kostet dann statt der 3 Liter mit den 286 PS, der kostet, kriegst du sehr gute für 20.000-25.000 und die GTs kriegst du ab 50.000 bis 100.000 Euro. Da ist wirklich Ausstattungssache. Zustand sind ja nicht alle gut, weil die meistens nur in der Garage stehen. Wenn die einer loshaben will, muss man aber erstmal wirklich fragen, warum willst du das überhaupt loswerden? Wie gesagt, dann gibt es noch die M3 Schnitzermodelle. Wenn man da einen von 13 findet und das Geld hat, das sind halt wirklich dann die Sammlerautos, wo wirklich. Ich finde es eigentlich scheiße, dass man Autos in der Garage stehen lässt, wenn man die Eier dazu hat und sagt, na gut, wenn mal was kaputt geht an den Carbon-Teilen, die nicht mehr hergestellt werden, dann lasse ich es mir halt in irgendeine Firma wieder neu bauen. Ist dann halt wieder kein Originaler mehr, aber man kann damit fahren, ob man es will oder nicht, ist dann jedem selbst überlassen. Ja, das war es eigentlich zu den Motoren. Wirklich für die Klassik-Fans würde ich dann doch wirklich zu den Sechszylindern greifen, wer wirklich nur ein klassisch aussehendes Auto haben will. Die Vierzylinder klingen eigentlich auch nicht schlecht, sind halt, die brauchen, also wenn du es mit modernen Autos vergleichst, die klingen wenigstens noch was, nach was. Karosserietechnisch sind sie alle schön. Beim nächsten Video, glaube ich, mache ich mal eine kleine Auswahl der Karosserievarianten. Da gibt es nämlich mehr als nur Coupé, Limo, Kombi und Cabrio. Dazu kann ich auch noch ein kleines Video machen. Das wird dann ein wenig kürzer. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr noch irgendwie was dazu ergänzen könnt, wie zum Beispiel, was jetzt mir gerade einfällt, der 316 IG ist serienmäßiges Auto mit Gas, deswegen auch G, aber bei so einem braucht man nicht, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, wir sehen uns das nächste Mal, Servus und Adi.